Willkommen in GoFilm City. Mein Name ist Maurice. Ich bin Max. Und wir bringen euch in unserem Podcast die neuesten Trailer, News und Reviews zu den aktuellen Kinofilmen. Heute, Star Wars hat einen ersten Trailer bekommen, genauso wie Thor Ragnarök, All Eyes on Me, Atomic Blonde hat einen zweiten Trailer, aber dazu mehr in der Folge. Wir fangen an mit Star Wars. Genau, Riesenhype. Ich bin mir gar nicht sicher, hat Star Wars es geschafft, es oder it von den YouTube-Dings zu verdrängen? Ich könnte es mir fast vorstellen mit diesen Views innerhalb der, keine Ahnung, what, Wochen. Ich habe es gar nicht verfolgt. Ich glaube, sie haben es nicht geschafft. Aber, wer weiß. Vielleicht, weil es so kritische Stimmen gab es ja auch, aber naja. Ja, anscheinend haben sich ein paar Leute darüber beschwert, aber ja. Was will ich sagen? Es war ja auch eigentlich nur ein Teaser-Trailer. Ja. So, also es wurde noch nichts zur Geschichte verraten, aber es gab halt schöne Bilder. Ja, absolut. Also meine Meinung zum Star Wars-Trailer und zum Star Wars-Poster, geil. Oder sehr, sehr schön. Also nicht geil, sehr ansprechend. Wir wollen uns ja gewählter ausdrücken, ja. Doch, nein. Sehr geil. Oh. Nee, ich sehe das genauso. Also ich fand den Trailer geil. Um nochmal das Wort zu benutzen. Hat auf jeden Fall Lust gemacht, den Film zu sehen. Ja. Die letzten Jedi, Star Wars, die letzten Jedi, Star Wars, The Last Jedi. Der Regisseur hat ja gemeint, für ihn heißt es ist Singular, The Last Jedi. Okay. Aber in allen anderssprachigen Ländern, in denen es halt Plural gibt, da ist auch Plural. Von daher weiß man halt genau. Aber ja, das ist ja jetzt mal egal. Also ob es jetzt Rey und Luke sind oder nur Luke. Also auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und was mir absolut gut gefällt, ist der düstere Look von diesem Ganzen. Also es ist alles wieder... Also bildgewaltig sowieso, aber das war auch aus den letzten Filmen ja schon irgendwie, also ist ja auf dem Programm einfach. Aber es ist super düster, also düsterer als auf jeden Fall als der siebte. So jetzt von meiner Einschätzung her. Sollte man auch davon ausgehen. Ich meine, der siebte war ja so ein, wieder so ein Neueinstieg, war ja ein leichterer Ton, war ja auch gut so, dass man mal wieder in die Welt reinkommt. Ja. Und jetzt haben sie sich einen Regisseur mit Rian Johnson geholt, der düstere Themen schon öfters behandelt hat. Ja, und gut umgesetzt hat vor allem. Ja, mit Looper und dann gerade mit den Folgen für Breaking Bad, die er inszeniert hat. Und ja, man hat ja dann auch schon so Sachen gesehen, gerade so Schlachtszenen und Finn in dieser Kapsel schlafend. Stimmt, nach der Verletzung wurde ja im letzten Teil stark verletzt von Kylo Ren. Stimmt. Man müsste auf jeden Fall, ich werde mir auf jeden Fall den siebten nochmal angucken, bevor der den jetzt... Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ich hab nur auf Blu-ray. Ah, okay. Das ist gut, kann man sich immer wieder gut reinziehen. Ja. Macht Spaß, sich den wieder anzugucken. Ja, das große Ding am Ende war dann natürlich ja Lukes Satz. Es wird Zeit für die Jedi zu enden. Jetzt mal paraphrasiert, vielleicht hat er es sogar genau so gesagt. Mhm. Aber was er damit genau meint, macht das natürlich auch, gibt's zu spekulieren. Ja, das hat natürlich eine Lawine losgetreten von Spekulationen, ob das jetzt das Ende ist oder nicht. Oder also wie das gemeint ist, warum das. Vielleicht gibt es ja dann eine dunkle Herrschaft oder sowas. Ich meine. Ich glaube nicht, dass Disney jetzt nach zwei Filmen und dann den dritten macht und dann ist das Franchise gelohnt, aber... Nee. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, ich denke, das wird relativ am Anfang kommen. Ja. Rey trifft halt Luke und sagt, trainier mich und wir müssen Jedi, ich muss auch Jedi werden. Und Luke ist wahrscheinlich verbittert, weil er hat so viele Leute sterben sehen, hat ewig gekämpft, hat irgendwie nichts gebracht, seine Schüler haben sich von ihm abgewandt. Ja. Und dann denkt er natürlich so, ja, die Jedi sind ein Konzept, das keinen Sinn mehr macht. Ja, genau, das ist ja auch, das kommt ja so ein bisschen raus bei den, also bei dem da vorhin, weil er ja gegangen ist. Und es gibt auch diese kurzen Sequenzen, die da im siebten Teil so eingespielt werden, wo Kylo Ren sich gegen ihn stellt oder sowas. Das waren diese Visionen. Genau, richtig. Das waren diese Visionen, genau. Diese Truhe da oder sowas war das doch. Ja, irgendwie war es die Truhe oder ich glaube, der
gerade das Lichtschwert von Luke, ja, hat es angefasst und dann kam diese Vision. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Also meiner Meinung nach sieht der Trailer sehr vielversprechend aus. Das Poster ist mega hammer, so ein bisschen retro gehalten. Aber gibt auch wieder so zum Spekulieren an, weil Rey hält das Lichtschwert in die Höhe. Am Anfang ist es noch blau und dann wird es rot. Vielleicht nur ein Design-Ding, aber... Ja, weiß ich. Vielleicht wird sie böse, oh, ja, wer weiß. Das ist ja das, was eigentlich Lukes Geschichte so ein bisschen, dass eigentlich alle Jedi, die überleben, zum größten Teil werden die ja alle irgendwie böse, außer er, oder? Ich meine, alle anderen sind entweder Sith geworden oder gestorben. Ja, wie es in The Dark Knight sagt ja auch nochmal... Wer war es? Ich weiß gerade nicht mehr. You either die or live long enough to become the villain. Ah, das trifft ja auch irgendwie... Absolut. Dazu, weil echt alle anderen Jedi sind gestorben, ja, oder böse geworden. Genau, der einzige Obi-Wan Kenobi, der hat am längsten durchgehalten. Das hat irgendwie keiner das Rentenalter erreicht. Nee. Also Jedi ist jetzt nicht unbedingt ein Berufs mit... guter Rente oder Pension. Ja. Das wird meistens nicht erreicht. Nee, dann noch ein neuer Trailer, über den wir auch, da haben wir über die Bilder geredet in den letzten Podcasts. Ja, vor kurzem haben wir erst noch über die Bilder geredet. Thor Ragnarök hat jetzt auch einen Trailer bekommen. Ja. Und ich war ja sehr, sehr kritisch den Bildern gegenüber. Sie sahen für mich käsig, kitschig, ein bisschen billig aus. Die Kostüme und überhaupt das ganze Design. Aber jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, dass der Trailer ist geil. Ja. Und jetzt so einfach mal nur von den Kostümen ausgehend, passt doch viel besser, als ich gedacht habe. So, ja, das stimmt. Es sieht immer, ja, es könnte schon noch mal ein bisschen besser sein, aber es passt eigentlich geil. Ja. Aber hauptsächlich der Trailer ist einfach geil. Man sieht die Geschichte. Thor kommt zurück nach Asgard und Loki regiert Asgard als Odin. Mhm. Und dann, weil er so einen schlechten Job macht, kommt Hela, die Göttin der Unterwelt, aus dem Gefängnis, in dem sie, ich weiß nicht, Jahrhunderte oder Jahrtausende eingesperrt war und übernimmt halt mal gleich Asgard. Ja. Und schnappt sich sogar Thors Hammer. Und, stimmt, genau, und, das kommt vor. Das ist ja dieses... Und macht den halt einfach mal platt, zerdrückt den in der Hand. Und dann weiß man nicht genau, wie es dazu kommt, aber irgendwie landet Thor dann auf diesem Planet mit diesen ganzen verruchten Gestalten, wo er erstmal von Valkyrie, also einer Valkyrie, gespielt von Tessa Thompson, eingesackt wird und zum Grandmaster, gespielt von Jeff Goldblum, gebracht wird und muss dann als Gladiator antreten gegen alle möglichen Viecher. Und das erste, oder was weiß ich, vielleicht auch eins später, ist der Hulk, der da jetzt zum Star mutiert ist. Ja, der Super Gladiator quasi. Wie der Hulk auf diesen Planeten kommt, ist noch nicht... Das ist noch nicht klar. Ja, vor allem... Das ist komisch. Was auch dann, also was mir besonders gut gefällt, ist dann, gut gefällt ist, vor allem, dass sie so ein bisschen, die, also es ist witzig, es ist aber auch ernst, also es hat diesen düsteren Bilder oder Effekte drin, immer wenn diese böse Göttin auftaucht, und aber es hat eben eigentlich auch immer so ein bisschen so, ist so witzig, weil die Welt ist schon so sehr skurril, in der dann Thor ist, beziehungsweise mit diesen Gladiatoren kämpfen. Ja. Und es gibt dann eben im Trailer, was mir dann so witzig, was ich sehr witzig fand, ist dann so, als er Hulk sieht, freut er sich. Ja. So, hey, das ist doch ein Kollege, und dann. Ja. Aber Hulk reagiert auf jeden Fall nicht so, wie sich das Thor erhofft hätte. Also auf jeden Fall angucken, den Trailer. Genau, und dann springen sie aufeinander, ja, zu und es geht los. Ja, also das, ja, vom Design, worüber ich mich eigentlich beklagt habe, ist eigentlich eine der Stärken. Ja, das passt auch gut zusammen, weil, in dieses, ja, Skurrile, so, sogar mit diesem schrillen bisschen, der Soundtrack auch. Ja. Ja. Weil es wirklich wie so, ja, ein Planet der Star Wars Kantine. Ja, genau. So, diese ganzen komischen Typen und Gestalten, die sich da rumdrücken. Alles irgendwie edgy und, ja, sieht cool aus. Ja, bin ich gespannt. Noch was zum Thema Musik. Und erster Trailer und... Genau. So. Es ist wieder eine... Oder was heißt wieder? Gibt es noch einen anderen Film über eine Rap-Legende außer diesen 8 Mile? Also ich habe 8 Mile gesehen.
Das ist aber ja nicht, das ist ja nicht biografisch, oder? Ich weiß es nicht. es gibt ein paar Filme. Also bevor wir das überspringen, so, es gibt einen ersten Trailer zu All Eyes on Me. Und was Max jetzt sagen wollte, also, oder was ich dir jetzt berichte. es gibt schon einige Filme über Rapper, also auch über einfach nur Rap. Aber 8 Mile war ja so lose an Eminems Leben angelehnt, aber keine direkte Biografie. Dann halt Straight Outta Compton über N.W.A. Stimmt, klar. Was richtig geil war. Also das war ein richtig geiler Film. Ich glaube nicht nur, wenn man auf Rap steht, sondern auch so. Dann über Notorious B.I.G., der jetzt gerade auch in dem Film, das ist der gleiche Schauspieler, den haben sie da auch wieder mit reingebracht. Ah, okay. Die hatten ja, also Notorious B.I.G. und Tupac hatten ja damals den legendären Beef. Genau, und sind richtig. Ja am Ende dann auch beide gestorben, wurden beide erschossen. Lass mich überlegen, was gibt's noch? Ja, dann gibt's noch so ein paar andere Filme, die halt nicht direkt über bekannte Künstler sind. Ja. Aber jetzt kommt mit All Eyes on Me die erste Biografie zu Tupac. Und man kann gespannt sein. Also der Trailer sieht recht gut aus. Ja, finde ich auch. Ich bin aber skeptisch, weil der Regisseur, der hat bis jetzt eigentlich nur Musikvideos gedreht und so Filme, die direkt auf DVD dann rausgekommen sind. Okay, also noch kein so ein Kino-Hit gelandet oder irgendwie kinomäßige Erfahrung? Nee, nicht wirklich. Also ich meine, viele Regisseure haben mit Musikvideos angefangen, von daher muss das nichts unbedingt heißen, aber halt, dass die Filme, die er bis jetzt gedreht hat, dass die dann auch irgendwie auf DVD nur rausgekommen sind, das wird halt nicht so geil. Und dann, wenn man sich gerade Tupacs Mutter und sein Stiefvater die Performances nur in dem Trailer anguckt, finde ich, die sind halt nicht gut. Also die Schauspieler überzeugen mich gar nicht. Okay, ja. Also seine Mutter wird ja gespielt von der einen aus Walking Dead mit dem Samurai-Schwert. Ach stimmt, genau, ja, richtig. Ich weiß auch nicht, wie die Schauspielerin heißt, leider. Doch, ich weiß, die heißt Danai Gurira. Okay. Ja, also ist nur ein Trailer, sind kurze Szenen, aber darin haben sie mich halt nicht überzeugt. Ja. Und das kann halt auch am Regisseur liegen, weil in einem Musikvideo, da musst du nicht reden und nichts wirklich machen, da musst du halt cool aussehen. Genau. Deswegen, also die Bilder fand ich eigentlich alle gut, auch das gibt ja dann so Live-Szenen und wie sich da bewegt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wurde das dann so nachsynchronisiert von den Live-Shows und ja, die Bilder waren alle in Ordnung. Ich meine, ich habe da jetzt nicht so tiefgehend auf irgendwelche Dialoge geachtet. Das ist auch, wie gesagt, ja nur ein Trailer. Mich, also ich musste nicht im Kino sehen. Für mich ist es so ein Film, okay, den gucke ich mir vielleicht mal an. Ich bin ja eh nicht so im Hip-Hop-Business, deswegen ist so. Ja, da bin ich ja schon drin. Obwohl ich Atlanta angeguckt habe. Ja. Und das ist... Ja. Auf jeden Fall, stimmt, das ist was über Hip-Hop, deswegen. Ja, Atlanta ist auch geil. Ja. Nee, ich werde mir den wahrscheinlich schon im Kino angucken, was ja immer noch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gibt es da auch noch gar kein Startdatum für Deutschland. Ja. Was halt auch wieder super merkwürdig ist. Ich weiß auch nicht, ja, genau, da gibt es kein Startdatum. Ich weiß auch nicht, wer der Verleiher ist, wer das hier in Deutschland rausbringt. Dubios. Alles bisschen vielleicht, schlechte Anzeichen. Ja, vielleicht lebt Tupac noch und mit dem Film präsentiert er den selber und dann ist er wieder da. Dann sagt er so, Leute, ich war eigentlich die letzten 20 Jahre oder keine Ahnung. Hätte ich nichts dagegen. Kann ruhig wiederkommen. Ich bin wieder hier und ich habe einen Film gemacht, aber ist scheiße. Egal. Hallo. Ja, was auch interessant ist, es ist ein Film geplant, der heißt Labyrinth, aber sie haben so ein Wortspiel gemacht. Das ist dann, die ersten bei zwei Buchstaben sind L.A., also großgeschrieben L.A.-Byrinth. Oh. Und da drin suchen so zwei Polizisten die versuchen den Fall aufzuklären, weißt du, wer hinter dem Morden an Tupac und Biggie steckt, oder nur Tupac, weiß ich gerade, bin ich mir gar nicht sicher. Und Johnny Depp und Forest Whitaker sind für die Rollen vorgesehen. Ah, okay. Also ich glaube, das könnte cool werden. Ja, hat natürlich stimmt, dann nicht wirklich mit Hip-Hop zu tun, aber das ist halt nochmal so ein Twist. Ja, absolut. Das hört sich und Tupac war ja, also jetzt mal abgesehen von dem Trailer, hatte der ja wirklich
die Geschichte kann man, da gibt es ja echt viel zu erzählen. Ich meine, der war politischer Aktivist, aber auch eine skandalöse Person, so, mhm. ist im Knast gelandet und hat dann mit Death Row so den Pakt mit dem Teufel geschlossen. Von daher, da gibt's es gibt eine Geschichte, gibt auf jeden Fall genug her von diesem, wie alt ist der geworden, in Mitte 20 irgendwas, gell? 25? Ja, genau, sowas habe ich auch im Kopf. Ja, dann haben wir, was wir noch heute auf dem Plan stehen haben, ist auch um Musik und ich könnte dann einen wunderschönen Übergang machen. Einen Film, den ich mir im Kino angucken würde, und jetzt kann ich nochmal ganz kurz Fast and Furious bashen, die würde ich mir nicht im Kino angucken. Baby Driver, der zweite Trailer, ist raus. Ja. Und ich finde es interessant, wie sie es machen. Mich erinnert er so ein bisschen an so einen Indie-Action-Film. Oder ist es vielleicht auch ein Indie-Action-Film? Keine Ahnung. Also so hast du diesen Independent-Stil, nicht eben so Blockbuster-mäßig. Und ich finde die Story cool. Ich finde, im Trailer ist es jetzt im zweiten, geht es jetzt ein bisschen mehr um die Musik. Also was heißt nicht mehr um die Musik, aber es kommt so, es wird damit gespielt. Einmal muss er sich ja irgendwie dann zurückspulen nochmal um den Track, um dann zu fahren oder so. Und das finde ich ganz cool. Also bin ich gespannt wieder. Also finde ich, hat Potenzial, so was ich da jetzt so sehe. Ja, es hat auf jeden Fall so einen kleineren Flavor. So, ein bisschen, ja. So hat ein bisschen mehr den Stil von sowas kleinerem, obwohl es einen krassen Cast hat. So mit Kevin Spacey und John Bertha. Gut, sind alles keine Superstars oder so, aber halt, die sind schon relativ bekannt und halt auch alle cool. So John Hamm und so weiter. Und dass es dir so vorkommt, kommt vielleicht auch daher, dass der Regisseur von Shaun of the Dead ist, klar, und Hot Fuzz und sowas. Ja. Und die Filme sind ja auch, die haben diesen gewissen Stil. Ja, diesen Indie-Stil, aber es wirkt jetzt halt nicht wie so eine krasse Produktion, sondern es ist halt, vielleicht ist es eine krasse Produktion, keine Ahnung, aber es wirkt immer so ein bisschen so Indie-mäßig. Ich meine, die Storys sind ja auch, also Hot Fuzz ist ja eine mega witzige, krasse Story. Also ich finde den unglaublich mit und Shaun of the Dead auch. Wenn, das wusste ich nicht, ich glaube, deswegen würde ich ihn vielleicht sogar im Kino angucken, weil ich finde die Filme mega witzig und die haben immer alles so einen Twist. Und ich hoffe, dass vielleicht kommt da ja auch so ein Twist, dass am Schluss alle Zombies sind. Dass er plötzlich hören kann. So ein Tinnitus ist weg. Und er kann alles Laser schön. Schießen. Er kann Laser aus seinem Ohr schießen. Im Hot Fuzz, nur so nebenher, finde ich, wenn jemand Bock hat auf so ein bisschen trashigen englischen Film, da, also auf jeden Fall gut empfohlen, finde ich. Also ich habe da sehr viel Spaß gehabt. Und das, ich werde da nicht sagen, es ist wie Sixth Sense. Da darf man, wenn ich da jetzt das sage, dann habt ihr keinen Spaß mehr. Deswegen, du. Wir wollen ja nicht spoilern. Spoilern. Ja, spoilern. Genau, eben. Aber jetzt Spoiler Alert, weil du warst im Kino, richtig? Ja, wobei nicht Spoiler Alert, ich erzähle nicht zu viel. Ich war in Ghost in the Shell, der neue Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, wo sie einen, wie nennt man die? Cyborg. Android, sowas in der Art, spielt. Also es fängt so an, dass sie in einen künstlichen Körper, ihr Geist wird in einen künstlichen Körper gesteckt. Das haben sie auch toll wieder übersetzt, um den Titel reinzubringen. Dein Ghost wird in eine Shell gepackt. Ja. Das wird auch richtig geil. Übersetzt doch einfach. So, dein Geist wird in eine Hülle gesteckt oder sowas. Ach, haben die das dann so gesagt im Deutschen? Ja, sie haben gesagt, dein Ghost wird in eine Shell gesteckt. Hat einer augenzwinkernd in die Kamera geguckt, daher kommt der Titel. Ja, da kam Peter Griffin, sie haben den Titel gesagt. Das war ein bisschen... Es hängt alles zusammen. Ja. So ein durchdachter Film. Nee, auf jeden Fall geht es darum, dass sie... mutmaßlich nach einem Unfall, nee, nach einem terroristischen Anschlag wird sie mutmaßlich getötet, außer dass halt ihr Geist oder Gehirn gerettet wird und in so einen künstlichen Körper gesteckt wird, durch den sie auch übermenschliche Fähigkeiten hat. Also sie ist super stark und sie kann sich tarnen, also sie wird stealth. Also man sieht, sie kann irgendwie so einen Modus einstellen, dass man sie nicht mehr sieht. Dann schließt sie sich einer Eingreiftruppe an oder wie es dazu genau kommt. So ein Taskforce dann quasi. Genau, wird so ein. Das wird nie wirklich verraten, wie sie jetzt zu dieser Eingreiftruppe kommt, ob sie da einfach nur ist, weil die sie gerettet haben und dann macht sie das halt.
Ja, ist halt so. Warum bist du eigentlich hier? Ja. Keine Ahnung. Ich war vorhin da. Dann so, ich gedacht, aus ich Dankbarkeit oder so. Ja. Wird halt nie verraten. Und ja, genau. Und das Ding ist auch, in der Zukunft ist irgendwie jeder biomechanisch verbessert. Künstliche Augen und so ein Zeug. Künstliche Arme. Und die machen halt Jagd auf Terroristen. Und dann kommt ein Cyberterrorist und der sagt zu ihr... Nichts ist, wie es scheint. Sie haben dich angelogen. Du wurdest gar nicht gerettet. Sie haben dein Leben gestohlen. Und dann fängt sie halt an zu denken und macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Okay. So, das ist der Ausgangspunkt von der Geschichte. Ich weiß nicht, hört sich vielleicht für den einen oder anderen schon bekannt vor, bekannt an. Also das ist keine Geschichte, die einen vom Hocker reißt. Was gab es schon mit was ist die Wahrheit? Ich muss die Wahrheit suchen. Ja. Mir wurde irgendein Quatsch erzählt. Genau. Ein bisschen die, ist halt eine Regierung oder sowas. Ja, es ist halt irgendwie so ein Standard-Ding, finde ich. So. Also es ist halt irgendwie schade, weil... Also ich habe die Comics nicht gelesen, aber ich habe da vor kurzem mit jemand drüber geredet und die war sehr enttäuscht, die Person. Weil sie auf jeden Fall mehr erwartet hätte. Also es war so ein bisschen... Also schade anscheinend. Aber naja... Ja, also zu den Mangas kann ich jetzt nichts sagen, aber halt zum Film, also ja, die Story ist relativ 0815 und es gibt jetzt auch nicht so Sachen, die es rausreißen, wie zum Beispiel bei Kong Skull Island, wo man dann krasse Kämpfe und Sachen sieht, die man noch nie gesehen hat. Ja. Da sieht man, also in Ghost in the Shell sieht man jetzt auch Sachen, die cool aussehen und so, aber es gibt jetzt auch keine geilen Action-Szenen, die einen mitreißen, wo man dann so fieberhaft davor sitzt und die Augen nicht weglassen kann, sondern man zieht sich halt rein und ist okay. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass der Film super scheiße ist. Er ist halt so so das Standard. Ja, das ist schade, weil ich finde, im Trailer hat das ja alles gut ausgesehen. Ja, im Trailer hat es auch funktioniert, aber das ist dann schon wieder das und das können wir dann vielleicht nochmal kurz in den Bogen zu All Eyes on Me erschlagen. Das Problem ist bei so Trailern, die dann teilweise gut aussehen und wenn du da jetzt schon merkst, eben bei All Eyes on Me, dass eben da schon die Dialoge, die relativ wenig vorkommen, schon kritisch sind, ist das dann halt keine gute Voraussetzung. Und ich fand, der Trailer sah mega gut aus für Ghost in the Shell und jetzt bin ich nicht reingegangen, weil immer mehr Leute, die es vor mir geschafft haben, eigentlich sagen so... Ja, weiß nicht, guck dir den nicht unbedingt im Kino an oder was auch immer. Keine Ahnung, guck ich mal bisher. Ja, man kann sich mal im Fernsehen oder was weiß ich wo angucken, aber muss nicht ins Kino eilen. Ja. Aber was wir jetzt, auf was wir trotzdem noch gespannt sind mit noch einer weiblichen Heldin, ist natürlich Atomic Blonde mit Charlize Theron in der Hauptrolle als tödliche Spionin während des Kalten Kriegs. Kurz vor Ende des Kalten Kriegs, kurz vor Mauerfall in Berlin. 89, genau. Die soll in Berlin ein geheimes Dossier finden, das irgendwie einen Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Das soll wohl rübergeschmuggelt werden und das muss sie vor dem Mauerfall finden. Und gleichzeitig werden ihre Kollegen getötet und da muss sie wohl auch den Mörder finden. Genau, irgendwie so... unkonventionelle, sehr effektive Spionin, wo die ja so ein bisschen irgendwie ihren Aufgabenbereich oder ihre Methoden anscheinend ja sehr an den Grenzen oder sehr, sehr ausdehnt und dann immer Probleme kriegt mit ihren Vorgesetzten und dann ist das irgendwie, also so wie ich den Trailer jetzt verstanden habe, ist das irgendwie immer so ein Twist, dass sie halt quasi so unglaublich effektiv ist und es irgendwie so nach dem eigenen Plan macht. Und die ganzen Vorgesetzten eigentlich ein Auge zudrücken, weil sie halt liefert. So. Ja gut, das ist natürlich auch was man jetzt schon öfters im Film gesehen hat. So dieser eine Cop, der sich nicht an die Regeln hält, genau, aber er ist halt so effektiv, dass man es ihm durchgehen lässt. Ja, genau. Das Ding ist halt, das sieht so gut aus, dass man auf sowas halt scheißt. Ja, eben so genau dies. Also die Story hat ja, glaube ich, dann hoffentlich noch mehr, aber die Bilder sind super, die Musik ist super. Die Action, die Choreografien sind wieder, wer uns verfolgt hat in unserem letzten Podcast, weiß, dass wir in John Wick waren. Und da sind ja eben derselbe Mensch dafür verantwortlich. Genau, wie heißt der noch? Ja, also was wir gesehen haben, war ja John Wick Kapitel 2. Genau, und das war jetzt der andere Co-Regisseur. Ach Gott, jetzt komme ich... fast durcheinander. Nee, doch, das war der andere. Den ersten Teil haben ja zwei Regisseure gedreht. Mhm. Und der
der jetzt für Atomic Blonde zuständig ist, hat nicht den zweiten Teil gedreht. Ah, okay. Ja. Aber im ersten Teil war es ja auch genauso krass. Mhm. Und das sieht man jetzt auch wieder. Also in Atomic Blonde, die Choreografien sind wieder so einfallsreich und ja, super mitreißend. Nur im Trailer, was ich mir jetzt so halt auch gut vorstellen kann, dass das dann im Film genauso ist. Ja, das war ja das bei John Wick, dass das irgendwie nicht abgerissen ist. Das ist von der einen Action in die nächste und du hast halt also kaum Zeit gehabt, Luft zu holen und so könnte das und jetzt... Das ist halt auch nicht langweilig. Ja, eben genau richtig. Das ist auf jeden Fall kurzweilig und wird nicht langatmig. Wo wir nochmal so eine Dame im Fokus haben... Eine tödliche Dame vielleicht? Sehr tödlich. Oh. Sehr tödliche Dame. Ist Die Mumie hat den zweiten Trailer bekommen und ich habe mir den ersten angeguckt und war so... Naja, ich habe auch die alten Mumien nicht an mit The Rock damals noch und keine Ahnung, habe ich nicht angeguckt. Ja, ich war schon ein Fan von, auf jeden Fall vom ersten. Ja. Ich meine, ich habe alle drei gesehen, damals mit Brandon Fraser. Hattest du nicht so Lego-Dinger? Du hattest so, ja, Lego. Du hattest so, ja, so aber das war Lego-Mumien-Dinger. Ja, aber das war nicht davon. Das war noch, bevor Lego diese ganzen Franchise-Dinger gemacht hat. Weil wir sind alt. Ja. Wir sind alt. Damals in der guten alten Zeit. Als Lego noch nicht. Kinder, wenn ihr wüsstet, wie es damals war. Ja. Wir mussten unsere Legos selber schweißen. nee, das war irgend sowas. Eigentlich war es, glaube ich, von Indiana Jones so ein Rip-Off. So, ja, ich glaube, der hieß Adventure Joe. Geil. Aber es war ganz cool. Es war cool gemacht. Ja. Ja, aber um nicht vom Thema abzuweichen, die Mumie. Ja, also ich fand den ersten Mumie damals geil mit Brandon Fraser, weil ich halt auch auf solche Abenteuerfilme und sowas stehe. Mhm. Und der erste war echt cool gemacht. Die zweiten, die gingen dann so ein bisschen ja, bergab. Fand ich aber auch noch, konnte man auch noch gut angucken. Aber ja, jetzt kommt der neue und der setzt ja mehr auf Horror-Elemente. Ja, genau. Man weiß jetzt auch noch nicht so viel von der Story, außer dass die Prinzessin Amunet irgendwann vor wahrscheinlich 3000 Jahren oder so die Königin oder sowas in Ägypten werden sollte oder machthungrig war. Auf jeden Fall wurde sie mumifiziert und in den Sarkophag gesteckt und verflucht. Und jetzt stößt Tom Cruise auf ihr Grab und wird wohl selber auch verflucht, ist dann auch selber ein lebender Untoter. Also genau, irgendwie stirbt der, es ist nicht ganz klar, anscheinend glaube ich in so einem Flugzeug dann und wacht dann wieder auf in der wie heißt das, Leichenschauhaus oder ja, sowas. Ja. Wobei, wo jetzt auch die Frage ist er dann vielleicht die Mumie? Also Universal, zu dem die Mumie gehört, die planen ja ein riesen geteiltes Universum, so wie Marvel und so wie das jetzt alle planen. Und dazu soll dann auch der Werwolf und Frankenstein und Dracula und so weiter gehören. Dr. Jekyll und Mr. Hyde werden ja auch von Russell Crowe gespielt, der in die Mumie vorkommt. Und da wird dann wohl auch alles so vernetzt. Und dann wird Tom Cruise vielleicht auch Superkräfte haben, also auch so eine gute Mumie sein. Okay, das heißt kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist jetzt halt, das ist alles nur meine Spekulation, aber kann ich mir vorstellen. So ähnlich wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, da sind doch auch solche Charaktere dabei aus der Literatur, so ja, genau. Dorian Gray und sowas, genau. Ja, also, in dem Film, ja. Also da muss ich sagen, da kann ich jetzt mal eine Empfehlung abgeben, weil ich habe diesen Film nie gesehen, ich hab immer nur die Vorschau auf RTL gesehen und sah schon so scheiße aus, dass ich mir gar nicht erst angeguckt habe. Aber ich habe mir die Comicbücher geholt, die zwei, die von Alan Moore, krassen Comicautor, geschrieben wurden. Und die sind richtig gut. Die sind so gut, die haben so einen makabren Humor und die spielt halt in diesem Ende des 19. Jahrhunderts mit diesen ganzen Charakteren, die man aus der Literatur kennt, Captain Nemo und Quatermain und so. Und es macht richtig Spaß. Also auf den Film scheißen, die Comics lesen. Aber zurück zu die Mumie. Zum Trailer. Ich finde, die haben sich selber ein Bein gestellt mit der Musik, die sie dafür gewählt haben. Ja. Weil das Lied ist geil natürlich von den Stones, aber das macht halt voll Bock. Das ist so ein Lied, das antreibt. Ja. Und die Szenen, die sie dazu zeigen, die sind ja eigentlich Horror. Also die sollen ja eigentlich gruselig sein. Eben, ich finde, das passt auch nicht rein. Ich finde, das Ding ist, es gibt eine Szene, da passt das. Da kommt ein Helikopter und landet und die Stones schlagen die Saiten an. Und das Ding ist,
Das passt aber nur, weil nämlich die Stones einfach den Titeltrack, ich weiß gar nicht, welchem der ganzen vielen Vietnam-Kriegs- oder Antikriegsfilmen das vorkommt. Auf jeden Fall ist dieser Soundtrack schon vergeben. Und dann passt das eben, als dieser Helikopter dann, ich glaube, dann fängt auch der Song an und dann passt das. Aber zu dem ganzen Anfang, wo es so ein bisschen so kriegerische Auseinandersetzungen gibt, wo eben dieses Grab frei, also irgendwie freikommt oder halt, wo man dann irgendwie so ein Loch in den Boden ballert und dann dazu passt es nicht. Und dann zu dieser Mumie, die durchdreht oder diese, ja, also die böse Wichtin in dem Fall, die dann halt quasi dann alles anfängt zu zerstören und dann aber auch so Szenen im Wasser, ja, genau. Und da passt das nicht dazu, das ist einfach so. Die kommt da so aus hinter dem Rücken von dieser Frau, sieht ja. Man sie nur unscharf, wie sie rauskommt und dann reißt sie runter. Und genau. Und so Sachen, oder die Ratten stürmen über Tom Cruise. Ja, genau, so. Das ist dieses. Und dann kommt dazu dieses Stones-Lied so. Ja, eben, das passt dann irgendwie nicht ganz. Da habe ich dann schon so Vietnam-Bilder im Kopf mit irgendwelchen, keine Ahnung was, Zigaretten rauchenden Menschen, ja. Die durch den Dschungel laufen und dann, keine Ahnung. Deswegen war das irgendwie leider nicht ganz so gelungen. Ja, das war's dann auch schon von uns für heute. Mehr neue Trailer, News und Reviews findet ihr in GoFilm City. Geht dazu einfach auf www.gofilmcity.de. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice. Und auch ciao von mir. Ciao!